Ich bin Hans-Fritz Schubert, der Schulleiter der Willy-Helpach-Schule. Das ist eine relativ große Schule. Wir haben Berufsschüler, aber wir haben auch Schüler, die von der Realschule kommen, zum Abitur wollen, im Wirtschaftsgymnasium sind. Wir haben auch Schüler, die von der Hauptschule kommen, den Hauptschulabschluss mitbringen und mittlere Bildungsabschlüsse erreichen wollen. Insgesamt sind es 1500 Schülerinnen und Schüler, eine ganze Menge, ein Riesenbetrieb, unterrichtet von 100 Lehrern und Lehrerinnen. Und eine berufliche Schule hat sehr viele Praktika. Das macht uns vielleicht aus. Wir haben Berufserfahrung, wir haben zum Teil ein berufsspezifisches Studium hinter uns, ob das jetzt in meinem Fall Volkswirtschaftslehre ist, in anderen Fällen ist es BWL, sind Diplomkaufleute, sind Naturwissenschaftler. Alle möglichen Fakultäten sind sozusagen vertreten unter einem Dach. Und vielleicht macht das auch das Besondere aus einer beruflichen Schule, die generell, wenn man PISA-Studien anguckt, als die Schulen gelten, die eigentlich ermöglichen, diese vertikale Durchlässigkeit zu verbessern. Und deswegen gelten die beruflichen Schulen und die beruflichen Gymnasien als insbesondere integrationsfördernd, insbesondere was auch Bildungsemanzipation angeht, die Durchlässigkeit von der Realschule bis zum Abitur, bis zur Studienfähigkeit zu ermöglichen. Das hat jetzt bei uns schon Tradition. Seit vielen Jahren gehören wir zu den beliebtesten Schulen hier im Umkreis, was die beruflichen angeht, weil wir einfach in unserem Leitbild schon formulieren, dass die physische und psychische Gesundheit für uns sehr wichtig ist. Und dieses Leitbild entspricht eigentlich auch dem, was die Weltgesundheitsorganisation sich vorstellt. Ihr Bildungsbegriff, der ist ja ein weiterer. Also es ist nicht nur die Berufsvorbereitung, sondern Sie verbinden noch andere Elemente damit. Na klar, also wenn man mit Wilhelm von Humboldt argumentieren, so viel Welt wie möglich in einer Person zu vereinen. Das wäre eine Definition, die für mich ganz wichtig ist. Das ist die eine Voraussetzung. Aber es ist auch noch die andere Voraussetzung, die ich sehr wichtig finde. Das ist die, nämlich aus Menschen Personen zu bilden. Oder anders ausgedrückt, Persönlichkeiten zu stärken. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was als Lebensvorbereitung und als Lernvoraussetzung eine tragende Rolle bekommen könnte in einer Welt, die Bildung doch so als das Management von Wissen versteht. Und in einer Informationsgesellschaft, der es vor allen Dingen darauf ankommt, Aktualität und viele Informationen zu transportieren. Und das ist das Problem, mit dem wir umgehen, wenn wir heute darüber diskutieren, warum unsere Schüler so unaufmerksam sind. Die sind so ausgelastet, ihre Aufmerksamkeit ist so in Anspruch genommen, dass ihnen kaum eine andere Möglichkeit bleibt, als dann, wenn sie denken, das ist jetzt gerade mal nicht so wichtig, dann unaufmerksam zu sein. Also wovon sollte die Schule dann weniger machen, jetzt wo draußen in der Welt so viel Aufmerksamkeit abgezogen wird, und wovon sollte sie mehr machen, Ihrer Meinung nach? Sie sollte den Schülern helfen, eine verantwortungsvolle Selbstbestimmung zu erreichen. Und früher war das relativ einfach in einer paternalistisch orientierten Welt, in der es Vorgaben gab, an die man sich halten konnte. Und wenn man sich an die gehalten hat, hat das auch meistens Erfolg versprochen. Also wenn mein Vater sagt, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, dann stimmt das. Und dann hat man gedacht, naja, das fällt schwer. Aber vielleicht hat er ja recht, vielleicht kann ich dann auch so ein Haus erwerben, kann dann auch einen guten Beruf haben. Das heißt, ich hatte Perspektiven und hatte klare Vorgaben. Vorgaben von der Kirche, Vorgaben vom Verein, Vorgaben von der Schule, aber die alle konnte ich akzeptieren. Aber wenn ich jetzt sozusagen in einer Welt bin, in der das Glück versprochen wird von allen möglichen Institutionen und damit meint man vielleicht das nächste Computerspiel oder man meint die nächste Jeans mit einem Loch am Knie, weil das jetzt gerade Mode ist, dann gibt es ein Problem für Jugendliche, mit dieser Selbstbestimmung umzugehen. Denn sie haben ja auch notwendigerweise das Geld, um die Dinge zu kaufen, aber sie wissen manchmal nicht so richtig, warum und überhaupt, warum sie hier sind. Das ist so die Frage, die sich viele, die alles haben, auch oftmals stellen. Und das empfinde ich so als dieses sinnlose, oder sagen Sie, existenzielles Vakuum, das zu füllen. Das wäre eine wichtige Aufgabe der Schule. Also in dem Sinne etwas beizutragen, zu sagen, welche guten Gründe gibt es denn eigentlich, dass sich dieses Leben lohnt oder dass das Leben gelingt, und wie kann ich die erwerben? Wie kann ich erfahren, dass das gut ist?
Und ich denke, da gibt es genug Ansätze in der alten Philosophie. Fangen Sie bei Aristoteles und der nikomachischen Ethik an und hören Sie bei Manfred Spitzer und seiner Neurobiologie auf. Dann kommen Sie eigentlich immer auf das Gleiche, dass es darum geht, sich selbst zu entwickeln, für sich selbst eine Wirklichkeit zu finden, mit der man in Harmonie ist. Wie Sie es dann in der positiven Psychologie wiederfinden, da ist dann die Sinnfrage, dann ist dann dieses gute Tun bei Aristoteles, das heißt dann heute Flow, ne? Aufzugehen in der Tätigkeit, aber auch mit sich selbst und den anderen achtsam zu sein, und das wäre dann Psychosynergetik. Also insofern, es verbindet sich wieder, es geht immer um das Gleiche. In der Resilienz heißt es dann Selbstwirksamkeit. Aber wie komme ich da hin? Durch Belehrung? Wahrscheinlich nicht. Durch Appell könnte es sein, dass ich das Gegenteil davon erreiche. Also muss ich durch Erfahrungen, die in der Schule in authentischen Situationen empfunden werden, und durch die anschließende Reflexion darüber nachzudenken, warum ging es mir jetzt gut, warum ging es mir jetzt schlecht, das macht die Erfahrung aus. Und diese Erfahrung letztlich wird dann, einerseits, wenn das wieder auftaucht, auch abgerufen als Emotion. Und wenn die Emotion positiv ist, dann will ich das tun. Und wenn ich es nicht als positiv empfinde, dann will ich es nicht tun. Und das ist auch gut so. Denn sonst würden wir es ja gegen unser eigenes System machen, und dann wäre dann unter Umständen gesundheitsschädigend wäre die Folge. Was heißt denn das jetzt ganz konkret dann zum Beispiel für den Unterricht? Für den Unterricht heißt es einfach, dass Schüler das, was sie erleben, für sich als Schlüsselerlebnis definieren. Das heißt also, wenn Sie sich jetzt vorstellen, da sitzt jemand mit dem Rücken zu seiner Klasse, die als Stuhlkreis sich formiert hat, und diese Klasse bringt Wertschätzungen aus, indem sie einfach sagt, Martin, du bist ein ganz netter Kumpel, Martin, du bist immer so witzig, Martin, du bist eigentlich auf jemand, auf den man sich verlassen kann, Martin, du siehst auch noch nett aus. Das sind Dinge, die nachher von demjenigen, der das als Rückmeldung bekommt, als sehr wohltuend empfunden wird. Das muss man aber nicht nur sagen, das ist ja jetzt so kuschelpädagogisch. Jetzt muss man aber sagen, warum war das jetzt wohltuend? Was hat die Gemeinschaft dazu beitragen können? War das für dich jetzt authentisch oder war das jetzt nur Lob gehudelt? Ne? Also, das heißt also, in dem Zusammenhang muss es als gutes Erlebnis sein. Oder wenn ich jetzt einfach sage, wie entsteht denn eine Gemeinschaft eigentlich? Wie bleibt eine Gemeinschaft in der Balance? Habe ich also ein Brett und da ist eine Kugel, da stehen die Schüler da drauf und die stellen fest, dass sie eigentlich nur, wenn sie richtig sich auch anfassen, dann im Gleichgewicht sind. Und das kann ich übertragen, indem ich dann einfach sage, stellt euch meine Familie vor, mit 4 Kindern und 2 Eltern, und jetzt scheidet aus dieser Familie jemand aus, dann lasse ich den tatsächlich von dieser Plattform heruntertreten und dann stellen die Schüler fest, es kippt. Aber es bleibt nicht so. Aus dieser Herausforderung entsteht nicht eine Katastrophe, sondern es bedarf jetzt einfach einer Veränderung innerhalb der Gruppe. Und das sind Erlebnisse, die körperlich erfahren werden und die dazu führen, das ist ja unter Umständen eine normale Situation, die ich zu Hause habe. Mit der kann ich umgehen, aber ich muss vielleicht einen Beitrag dazu leisten. Oder ich bin an einer Kletterwand und habe es geschafft bis ganz oben, hänge nur am Seil und unten drunter steht einer, der hat das mit 2 Händen und noch einen Knoten in seinem Gurt. Und ich erfahre, dass es wunderschön ist, dass dazu Vertrauen gehört. Und ich erfahre aber auch, dass dann unter Umständen Vertrauen und Verantwortung, nämlich einer muss sich erhalten, 2 Seiten einer Medaille sind. Auf die Art und Weise wird es möglich, dass das, was wir als Werte empfinden, das natürlich nur durch tugendhaftes Verhalten realisierbar ist, auch als wohltuend empfangen wird. Und das sind Dinge, die Jugendliche unbedingt erfahren müssen. Wenn sie also beispielsweise in einem Kreis laufen und alle laufen in der gleichen Schrittgeschwindigkeit, nur einer muss schneller laufen, dann kann man fragen, wie derjenige sich fühlt, ob der vielleicht aggressiv wird. Und dann kann man vielleicht einen Schritt weitergehen, kann dann sagen, warum wird der Mensch eigentlich aggressiv? Weil er wahrscheinlich hier dieses Gefühl der genetischen Vorgabe auf keinen Fall allein bleiben, immer in der Gruppe bleiben, das macht mich sicher, das nicht erfahren kann und deswegen irgendwo mit aller Gewalt auf sich aufmerksam macht. Das sind Dinge, die Schüler so erfahren können und dann bei passender Situation einfach das auch als Erfahrung schon mitbringen, als Handlungsalternative mitbringen. Wenn das schon einmal erlebt ist und man weiß unter Umständen, was das mit mir macht, und man weiß, wie man wieder hereinkommt und man weiß, dass dieses Hereinkommen etwas Wohltuend ist, dann habe ich natürlich irgendwo auch in mir ein Interesse, das zu erreichen. Oder anderes Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstelle,
wie erreiche ich denn meine Ziele? Wo entstehen denn eigentlich Ziele? Sind das Sehnsüchte, die irgendwo mal aufgetaucht sind? Sind das Sehnsüchte, die ich dann mal vielleicht wieder verworfen habe, weil ich nie daran gedacht habe, dass das möglich ist? Sind das Dinge, die aus den Sehnsüchten zum tragenden Motiv werden? Und was heißt es eigentlich nur, wenn das Motiv da ist? Gibt es dann wirklich diese Chance, einen Sprung zu machen über den Rubikon, wie es Cäsar geschafft hat, einfach zu sagen, und jetzt mache ich mich auf den Weg und mache daraus eine wirkliche Absicht, eine Intention und weiß auch, dass da Widrigkeiten mir auftauchen, aber dass ich die Widrigkeiten vorausberechnen kann und die Widrigkeiten überwinden werde im Sinne meines Ziels, was nachher richtig formuliert ist. Das sind Dinge, die Sie im Sport ohne weiteres realisieren können, und ich gehe davon aus, dass man, wenn man das realisiert hat und wenn man das öfters erlebt hat, das wäre jetzt Manfred Spitzer, dass das dann natürlich auch internalisiert ist, dass derjenige das auch übertragen kann. Dass wenn er es genügend erlebt hat und wenn die Gemeinschaft, in der er es erlebt hat, als authentisch empfunden wird, als die es mit ihm gut meint, dann hat er sozusagen einen Vorgriff auf das, was ihm im Leben passiert. Denn die Gemeinschaft, die ihm nach der Schule begegnet, wird so ähnlich sein wie eine Schulgemeinschaft. Vielleicht nicht ganz so fürsorglich, vielleicht ein bisschen mit härteren Bandagen, aber es ist eine Situation, die er vorausberechnen kann und die dann dazu führt, dass hier auch eine gewisse Vorfreude auf das entwickelt wird, was nachher kommt. Das ist sehr interessant, also gerade diese Schlüsselerlebnisse, die Sie nannten, die habe ich ja in 10 Jahren Schule automatisch, 10, 12 Jahre Schule. Mhm. Was macht denn das Schulfach Glück dann anders? Ist es nur dieser Schritt der Reflexion oder geht es darüber hinaus? Ja gut, also wenn man Schule betrachtet, dann hat sie meistens einen belehrenden, beratenden Charakter. Und das Schulfach Glück sorgt dafür, dass es ein körperliches Erlebnis wird. Das heißt also, dass nicht nur der abstrakte Begriff genannt wird, sondern das, was dazugehört. Also wenn wir das jetzt an einem Beispiel anknüpfen, zu sagen, Vertrauen und Verantwortung sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich jetzt einfach sage, was macht es aus, wenn ich jetzt hier in dieser Gruppe sitze und was gibt es mir, dann ist es natürlich eine andere Situation, dass eine Wertschätzung einer ganzen Klasse gegenüber einer Schülerin oder einem Schüler so erfolgt, das gibt es im normalen Unterricht nicht. Und das, was jetzt anders ist, das ist losgelöst vom Fach. Das ist ja unter Umständen derjenige, der jetzt mit Mathematik auf dem Kriegsfuß steht, da keine Erfolgserlebnisse haben kann, der vielleicht auch intellektuell so was diesen Anspruch erfüllt, wenn man das nach was weiß ich welchen Kriterien nimmt, dass derjenige natürlich unter Umständen sehr viele Erfolgserlebnisse hat, der darüber verfügt. Aber derjenige, der nicht so in der Lage ist, sich zu artikulieren, diese Erfolgserlebnisse nie haben wird. Und wenn ich daran denke, dass es Migranten gibt, die große Sprachprobleme haben und sehr vieles auf der sprachlichen Ebene abläuft, dann könnte es unter Umständen ganz wichtig sein, mal von allen Mitschülern getragen zu werden. Dann habe ich das Gefühl, ich gehöre dazu. Also ich habe eine Migrantin gehabt aus Asien mit Kopftuch aus Pakistan, die tatsächlich dann irgendwo durch ein Netz geschoben wurde und die sich als Erste gemeldet hat. Und ich habe mich gefragt, warum meldet die sich als Erste? Also gerade jemand, der, von dem man denkt, der lebt eher introvertiert. Für was hat sie sich gemeldet? Um sich durch das Netz zu schieben lassen. So, das ist also ein Netz und es hat so und so viele Felder und man muss jetzt aufpassen und es geht eigentlich nicht alleine, sondern brauchen wir die Gruppe dazu. Und die Gruppe muss von der einen Seite auf die andere Seite des Netzes kommen. Im Schulfach Glück? Im Schulfach Glück. Okay. So. Und ich dachte, wir reden vom Schulfach Glück. Ja. Dass diejenige jetzt sich da sofort meldet und dann sagt, nehmt mich, ich bin so leicht, ich kann durch das obere Feld ganz einfach geschoben werden. Mhm. Und diese Mitschüler, Hauptschüler einer 8. Klasse so zurückhaltend sind, dass die sich nicht belästigt oder blöd berührt fühlt, sondern dass es einfach funktioniert und dieses Mädchen dann so strahlt und ohne jetzt tatsächlich sich vorher in Szene zu setzen, eigentlich im Mittelpunkt steht, weil da oben durch war. Das ist eine sehr mutige Entscheidung. Das macht das Schulfach Glück aus. Das ist ein Schlüsselerlebnis. Oder der 120 Kilogramm schwere Eduard, der
über eine Holzbrücke läuft, die von Schülern gehalten wird, indem es einfach Rundhölzer sind und jeder so gegenübersteht und so ein Rundholz hält und 10 Stück an der Reihe sind und dann läuft ein 120 Kilo schwerer Eduard da oben drüber und eine 50 Kilogramm schwere Elif, die muss den dann halten und die hält es wirklich aus und der wundert sich, dass das funktioniert und dass die nicht losgelassen hat und einfach weggerannt ist, als er als Schwergewichtiger da oben drüber läuft. Das ist für ihn ein Schlüsselerlebnis, dass er dazugehört, dass er in diese Gemeinschaft gehört, dass er normal ist, dass er kein Monster ist, sondern normal ist und seine Position in der Gesellschaft auch als normaler finden kann. Das sind Dinge, die einfach für mich im normalen Unterricht nicht stattfinden können und auch durch Belehrung und Beratung wahrscheinlich nicht diese Erfolge zeigen können, sondern der wird nachher sagen, aha, und wird nach Hause gehen und wird sagen, stell dir mal vor zu seinen Eltern, die haben mich heute gehalten und getragen und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Heißt es im Umkehrschluss, dass es in Mathe kein Glück gibt? Es gibt natürlich Glück. Es ist ja sehr individuell, aber es ist ein anderes Glück. Und es ist für manche nie erreichbar, da glücklich zu sein. Ich kenne genügend Fälle, dass Mathematik zum Angstfach wird. Und es gibt genügend Menschen, die auch das Abitur geschafft haben. Aber sobald eine Formel auftaucht, werden die in größte Ängste gestoßen. Warum? Weil sie einfach verschiedene Erlebnisse hatten in der Schule, mit denen sie nicht umgehen konnten. In dem Angst als Emotion aufgetaucht ist und die dann immer wieder auftaucht, sobald die erste Formel kommt, taucht diese Angst auf. Und dafür Widerstandskräfte zu entwickeln und zu sagen, das ist eine Angst, die jetzt unbegründet ist, das ist eine Möglichkeit, mich einfach selbst zu beruhigen. Genauso wie die Möglichkeit, mich selbst zu motivieren. Das ist etwas, was man erreichen kann. Und was die Mathe nicht ersetzt, das ist ganz klar. Aber was es ergänzt, was als Lernvoraussetzung zu sehen ist. Gibt es denn Schüler, die mit dem Schulfach Glück auch Probleme haben, die vielleicht nicht so frei über ihre Gefühle reden wollen? Oder sich die nicht brauchen nicht so frei über ihre Gefühle zu reden. Das ist sehr respektvoll, der Umgang. Das ist das Erste, was man überhaupt, wenn man mit Glück umgeht, dass man lernt, den anderen wertzuschätzen, indem man ihn achtet, indem man ihn grüßt, indem man sich bedankt, indem man aber auch unter Umständen, wenn man ihm zu nahe getreten ist, wieder auf Abstand geht. Das ist etwas, was ganz selbstverständlich ist. Das hat was mit dem Glück zu tun. Und selbstverständlich will nicht jeder über seine Familie reden. Aber der muss es auch nicht. Weil es ist ja keine Therapieveranstaltung, sondern es ist eine Situation, die eigentlich so, dass die Grundbefindlichkeit verbessern soll. Die Stärken desjenigen, die in ihm persönlich liegen, aber die auch vielleicht in seinem Umfeld liegen. In seiner Familie, ganz wichtig, in seinen Freunden und in anderen Menschen, an denen man sich orientieren kann. Das ist in der Resilienzforschung längst erwiesen, dass es so funktionieren kann. Was sind die Erfahrungen mit den Schülern, die es gemacht haben? Gibt es da positive Auswirkungen auf andere Fächer oder wie fühlen die sich jetzt nach 2,5 Jahren, dass das Programm läuft? Also das Schulfach Glück ist sehr weitgehend evaluiert worden im Hinblick auf den Zuwachs der Kompetenzen, insbesondere der Sozialkompetenzen, aber auch im Hinblick auf die eigene Gesundheit, auch im Hinblick auf das Gefühl von Sinnhaftigkeit, auf das Gefühl des Selbstvertrauens, auf das Gefühl, einfach auch zu wissen, was man will und zu wissen, was man nicht will. Das ist etwas, was wir alles getestet haben und was wir so im Ergebnis als sehr positiv empfinden. Aber es ist nicht nur, dass wir jetzt die statistischen Ergebnisse haben, sondern wir haben jetzt eigentlich die Situation, dass Schüler, nicht nur mir, sondern auch anderen Lehrern, die ihnen authentisch begegnet sind, freudvoll begegnen. Das ist etwas, was mich am meisten freut. Ne? Das strahlende Auge, die Lust, das Ziel zu erreichen, die Freude an der Gemeinschaft in der Klasse, die Freude am Tun, neugierig sein, was in der Stunde wieder auf sie zukommt, aber auch dann verantwortungsvoll damit umgehen, das zu dokumentieren in Heften, die mit Bildern bemalt sind zum Teil, mit Texten, die vielleicht umschrieben werden, mein Tagebuch und die Menschen eigentlich veranlassen, jetzt anzufangen, ihre eigene Biografie in das Blickfeld zu nehmen, die eigene Biografie sich zu denken und zu schreiben. Ist es ein Wahlfach? Ist es ein Pflichtfach? In der fünften Klasse fängt es an und nicht in Wochenstunden? Naja, also es ist ein Wahlpflichtfach. Wir hatten das ursprünglich den Schülern so angeboten. Die Nachfrage war enorm.
mittlerweile dürfen es alle Schüler haben, die machen es alle gerne. Mhm. Für eine ganze Jahrgangsstufe, die Jahrgangsstufe 9, ist das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben das dann weitergetragen. Im Gymnasium haben wir einen Seminarkurs gebildet. Da konnte man sich projektorientierter damit auseinandersetzen. Und es ist über die Schule hinaus gegangen, indem ein ganzes Gymnasium das als Pflichtfach durchgeführt hat, ab der 5. Klasse. In der Hauptschule ab der 8., in der Grundschule irgendwo ab der 1. und in Österreich als Schulversuch über alle Schulen. Also das wird angenommen und es wird von den Menschen angenommen, so wie sie vielleicht Lust haben, sich auf einer Party ganz intensiv zu unterhalten, statt nur Konversation zu betreiben. So geht es den Schülern auch in der Schule. Und das ist etwas, was sie als sehr freudvoll und was sie als sehr bereichernd empfinden, weil es wird so viel hin und her gesimst und so viel hergechattet, dass es sich mal lohnt, tatsächlich über die Dinge, die einem vielleicht wirklich wichtig sind, aber für die man normalerweise vielleicht zu cool wäre oder für die man vielleicht keine Zeit hat, dass man sich dem widmet und eine neue Form der Achtsamkeit für sich und im Zusammenhang mit Menschen und Dingen erkennt. Das ist ein Ziel dieses Fahrens. Denken Sie, dass das Konkurrenz der Zeit ist, dass Spielkonsolen, Computer und Ähnliches viele von unseren Lebenszielen eigentlich erstmal verdrängen, weil die jetzt spannender sind oder mich dieses kurzfristige Zufriedenheit stärken? Na klar, also Computerspielhersteller sind so schlau zu wissen, was unsere Motive sind. Und wenn es gelingt, halt das Erfolgserlebnis so schnell wie möglich nach dem Reiz anzuhängen, dann neigen alle Lebewesen dazu, nicht nur die Menschen, die sollten eigentlich einen Schritt weitergehen, dazu, das sofort zu wiederholen. Und das passiert im Computerspiel. Das kommt nicht nur im Computerspiel, sondern wenn Sie überlegen, was iPods bieten, dann haben Sie sofort einen Wetterbericht, haben sofort die Musik und können Filme anschauen. Das heißt also, wir sind eigentlich reizüberflutet. Und es kommt darauf an, dass wir aus dieser 2D-Welt eigentlich, wenn man so richtig sieht, in eine 3D-Welt kommen, weil die Realität ja noch viel schöner ist. Unsere Begegnung hier ist ja viel besser, als wenn wir uns jetzt nur über Skype unterhalten hätten, sondern hier passiert ja noch was anderes in der Atmosphäre. Dass also die Realität den Menschen mehr gibt als das Virtuelle, das ist auch ein Ziel dieses Fahres. Ist es denn, mit dieser Argumentation kenne ich einige Lehrer, die sagen, die Kinder beschäftigen sich eh so viel mit Computern in ihrer Freizeit, im Unterricht brauchen sie das auch nicht auch noch tun. Mhm. Ist das dann, dass wir sagen, wir lehnen den Computer in der Schule ab, wir wollen eben hier diese persönliche Begegnung oder welche Rolle sehen Sie da? Also, dass es nicht zu Erfolg führt, das haben wir ja schon bei den Maschinenstürmern gesehen. Ne? Also, das hat der Max Weber schon beschrieben, das macht nichts aus, sondern wir müssen mit den Dingen, die wir haben, umgehen lernen. Das heißt, wir müssen Schüler befähigen, auf eine Metaebene zu kommen und zu sagen, das eine gibt's, das kann ich machen, aber es gibt auch noch was anderes und vielleicht ist das andere schöner. Und dann wird man sich automatisch für das entscheiden, was mehr Wohlbefinden auslöst. Und wenn ich erfahre, dass das persönliche Gespräch in der Schule besser ist als das Chatten nach der Schule und dass ich dann in dieser Zeit, in der ich uns gechattet hätte, etwas tun kann, was realistisch, was mir Freude bereitet, dann habe ich vielleicht von mir aus gar nicht die Bereitschaft zu sagen, ich muss da jetzt dahin und muss jetzt die nächste Taste drücken und das nächste Spiel anfangen, dass sich der Computerspielhersteller ausgedacht hat, damit es für mich wieder spannend ist. Übrigens unter Benutzung meiner Kameraden, die letztlich meine Mitspieler sind, die dann die Anregung bringen, die Spiele mit konzipieren. Wenn ich jetzt Schüler bin und zum Beispiel das Schulfachglück als mögliches Abiturprüfungsfach nehme, hatte ich gelesen, das sei möglich. Was wären da die Fragen oder was kommt dann auf mich zu? Das ist ein Seminarkurs, eine besondere Lernleistung, die sich dadurch auszeichnet, dass man ein Projekt für sich findet, ein Konzept erstellt, daraus eine komplette Dokumentation erstellt und dann in einer Präsentation sein Projekt auch darstellt. Das heißt also, es ist keine mündliche Befragung, was haben Sie jetzt getan, um jetzt glücklich zu werden, sondern es geht einfach darum, dass es zu verschiedenen Bereichen, die mit Glück im Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Sport, wie zum Beispiel Drogen, wie zum Beispiel Kommerz, diese Dinge, Spiritualität, das sind Dinge, die in der ganz persönlichen Auseinandersetzung des Schülers mit der Thematik passieren und die dann dazu führen, dass diese Dokumentation, diese Präsentation ein schriftliches, mündliches Abiturfach ersetzt. So rum ist es. Was für Projekte haben die Schüler gemacht? Alle möglichen. Die haben über Hinduismus geschrieben, die haben über Endorphine geschrieben, die haben über Extremsport geschrieben, die haben über
Islam geschrieben. Alles, was so in diesen näheren und weiteren Bereich des Glücks gehört, das wurde beschrieben von den Schülern. Wie würden Sie jetzt selber sagen, hat sich Ihr Job als Schulleiter hier verändert, seit Sie dieses Fach Glück eingeführt haben? Und vor allen Dingen auch mit dem Kollegium, was hat sich da getan? Also, das kann man nicht abschließend beurteilen. Das dauert, ja. Das dauert und man braucht Geduld dafür. Und für mich ist es natürlich so, dass das Ziel, hier den Jugendlichen etwas mitzugeben, was man als sinnvolle Voraussetzung für die Lebensbewältigung und nicht nur das, sondern für eine freudvolle Lebensbewältigung erreichen kann, das ist natürlich für mich eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit bedeutet. Und das natürlich, wenn ich das sehe, dass es realisiert wird und alles deutet darauf hin, durch die Nachahme, durch die Evaluation, dass das natürlich für mich eine Befriedigung bringt. Dass es natürlich für mich auch wichtig ist, in einer Schule zu sein, in der das so akzeptiert wird. Das ist nicht bei jedem Lehrer der Fall, das muss man einfach dazu sagen, weil man natürlich von welcher Richtung man kommt, unter Umständen ein anderes Verständnis mitbringt, auch ein anderes Glücksverständnis, auch eine Vorstellung von Schule und wie Schule funktioniert. Aber letztlich glaube ich, dass viele Menschen das so verstanden haben, was mich sehr freut, dass die Eltern, die Schüler das so angenommen haben, das ist ganz wichtig. Und es ist natürlich irgendwo etwas Ausdauerbedarf, um das auch so in der ganzen Breite umzusetzen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg. Alles spricht dafür, die Ergebnisse sprechen dafür, die Akzeptanz spricht dafür, dass Sie jetzt heute hier sind, spricht auch dafür, dass die Bildungsexpedition in Heidelberg Station macht, um sich dem Fach Glück zu nähern, ist eigentlich wieder eine weitere Bestätigung. Und das gibt mir in meiner Funktion, in meiner Aufgabe natürlich auch wieder Energie, Auftrieb und die Freude, das auch weiter zu betreiben. Gibt es denn von Unternehmensseite Rückmeldungen, dass Sie sagen, genau sowas brauchen wir oder wir brauchen eben dieses selbstgesteuerte Lernen? Ja, natürlich, also die nicht nur Unternehmensseite, sondern die Coaches, die melden sich oder die Fußballvereine fragen, was können wir dafür tun? Das ist die Persönlichkeitsentwicklung, das hat man schon erkannt, dass dieses Glücksempfinden, was mit der Persönlichkeit zu tun hat, wie können wir das übertragen? Da hat die Bundesbahn angefragt, da hat die Bundeswehr angefragt. Das sind natürlich irgendwo so Interessengebiete, die genau erkennen, aha, hier wird etwas getan, was unter Umständen einerseits die Leistung erhöht. Dafür gibt es auch genug Literatur, um das Profil des Menschen zu erkennen, um ihn besser auszubeuten. Aber das ist nicht meine Zielsetzung. Meine Zielsetzung ist die, einfach zu sagen, der Mensch, wenn er gereift ist, wenn der Mensch, wenn er gestärkt ist, die Person ist dann in der Lage, verantwortungsvoll mit sich und mit anderen umzugehen. Das ist das Wichtigste. Und das wollen wir realisieren. War eine der Voraussetzungen, sowas machen zu können, auch dieses STEPS-Programm, also die Stärkung von Eigenständigkeit von Berufsschulen? Ja, in einer gewissen Weise hat das natürlich alles was damit zu tun, wenn Sie jetzt Stärkung der Eigenständigkeit beruflicher Schulen sehen oder wenn Sie jetzt die operative Eigenständigkeit von Schulen sehen, dann kann man natürlich solche Dinge installieren und in eigener Verantwortung durchführen. Das wäre sonst ja immer nur im Zusammenwirken mit der Schulaufsicht, mit einem Schulversuch, mit einem langen formalen Prozedere verbunden. Und da haben sich die Wege wirklich etwas verkürzt. Die Verantwortungsbereiche sind zum Teil stärker in der Schule, als das früher der Fall war. Und es begünstigt natürlich solche Projekte. Hast du noch eine Frage? Die Benotung. Das hat mich noch interessiert. Die Benotung, ja. Es gibt kein Schulfach ohne Note. Das ist so. Und Schüler wären sehr überrascht, wenn sie für das Schulfach Glück keine Note bekämen. Die Note selber ist, wenn sie nicht persönlich bezogen ist, auch eine gute Rückmeldung. Aber was wird rückgemeldet? Es wird zurückgemeldet, dass die Dokumentationen, die niedergeschriebenen Reflexionen des Unterrichts, was habe ich empfunden, was habe ich beobachtet bei mir, was habe ich beobachtet bei anderen, ist das überhaupt, was wir jetzt geübt haben, alltagstauglich? Diese Auseinandersetzung, die ist das, was nachher im Heft steht und das Heft ist die Benotung dafür. Anders als im Seminarkurs natürlich, da haben wir es ja gerade davon gehabt, dass es um die Präsentation natürlich auch geht. Aber bei den Schülern, auf die es jetzt hier ankommt, in der 9. Klasse, das ist die Dokumentation, das ist die Grundlage. Was ich noch sehe, ist diese starke Öffnung der Schule, also dass Sie mit vielen externen Dozenten zusammenarbeiten oder wie Sie gerade sagten, mit Sportvereinen im Gespräch sind. Ist das eine neue Rolle von Schule, die da... Und das ist durchaus eine neue Rolle von Schule, sich zu öffnen, Expertenwissen in die Schule zu holen.
ist auch durchaus gewünscht vom Ministerium zu sagen, wie kann man die Erfahrungen, die aus anderen Bereichen kommen, in die Schule zu überführen. Und es ist für die, die von außen kommen, auch eine ganz interessante Erfahrung, das muss man in der Synergie sehen, mit Schülern umzugehen, Schüler so zu erleben. Und für sich natürlich auch bestimmte Erkenntnisse auch im Umgang mit Auszubildenden oder mit Umgang mit Klienten entsprechend dann oder mit Studenten, je nachdem, ne, aus welchem Bereich sie kommen, dann für sich als Erfahrung mitzunehmen. Werden dann extra Mittel dafür freigemacht oder wird das erwünscht und dann wohlwollend betrachtet? Also es gibt Sponsoren, die das Fach unterstützen. Das ist nicht so heftig, das reicht gerade aus, um letztlich den Idealisten die Aufwendung zu ersetzen, muss man so formulieren. Und es setzt natürlich das, was wir anbieten, so weit um, dass es für uns erfreulich ist, aber mehr auch nicht. Wenn andere Lehrer oder Schulen jetzt auch dieses einführen wollen oder eben auch diese Reflexion von Schlüsselerlebnissen mit als Aufgabe für sich sehen, was wären erste Schritte, die man machen kann im eigenen Unterricht? Der erste Schritt ist, dass man an den Lehrerfortbildungen teilnimmt, die wir anbieten. Da geht es ganz genau um die Stärkung der Lehrerpersönlichkeit. Da geht es um die Erlebnisse, auch diese Schlüsselerlebnisse. Und das dann im Vergleich zu sehen mit dem, was Schüler erleben, das macht dann eigentlich diese Erfahrung der Lehrer und Lehrerinnen aus, die notwendig sind. Und es gibt genug jetzt über das Seminar, die das unterstützen, über andere Lehrerseminare, die prozessbegleitend sind und die das einführen wollen. Es sind eine Reihe von Schulämtern, von Aufsichtsbehörden, die sagen, wie können wir es übertragen. Das bindet meine Kräfte natürlich in einer gewissen Weise, wenn ich Vorträge halten muss. Und diese Prozesse werden aber auch schon durch uns begleitet. Wie war denn der Moment, als Sie gesagt haben, wir führen dieses Unterrichtsfach Glück ein? Was war der Vorlauf? Was mussten Sie irgendwie machen oder haben Sie es gerade gemacht? Also ich war im Kultusministerium, habe das vorgestellt, habe das zusammengetragen, was ich aus der nikomarischen Ethik zunächst einmal mitgenommen habe, dass Körper und Seele eine Einheit bilden, Körper, Geist, Seele eine Einheit bilden, dass es im erfolgreichen Tun ist, dass es was mit Aktion zu tun hat, dass ich über Aktion mich definiere, meine Ziele formuliere, meinen Flow-Effekt habe. Das sind Dinge, die notwendig sind, aber dass ich natürlich auch in der Gemeinschaft, in der Polis irgendwo meinen Rückhalt finde. Und das habe ich so zusammengetragen, habe das dem Kultusministerium vorgestellt. Das Kultusministerium hat gesagt, das ist so in Ordnung, das entspricht dem, was wir uns wünschen, und haben mir da die Freiheit gegeben, das einzuführen.